Hallo und willkommen zurück bei Subnautica Below Zero. Ja, es ist soweit. Die Seebahn, ich habe alle Komponenten zusammen. Wir können die bauen. An der Fahrzeugstation müssen wir diese bauen. Und das werden wir jetzt gleich tun. Und dann geht es auch direkt weiter. Ich habe mir für heute noch ein paar Aufgaben gesetzt. Ihr seht, Wetter ist miserabel, aber das soll uns nicht stören. So, die Seebahn. Ein Wasser- und Weltraumfahrzeug für eine Person. Bauen wir das mal. Und da ist sie fertig. Wir machen hinterher. Ja, zum einen habe ich mich jetzt mal schlau gemacht, wie wir denn den Funkmast reparieren können. Ja, das ist jetzt gar nicht so einfach, wie ich das mir eigentlich vorgestellt hatte. Wartet mal ganz kurz, ich will mal eben die Seebahn hier aus der Anzeige rausnehmen. Also den Bauplan, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, wir brauchten ja Wrackteile. Diese Wrackteile finden wir rund um die Insel. Und dazu brauchen wir wiederum einen Laserschneider, um dann diese Wrackteile bergen zu können. Ja, das heißt, wir müssen jetzt erstmal weiter scannen, weiter erkunden. Und das werden wir heute tun. Wo das genau hingeht, wo wir die Wrackteile finden, das weiß ich jetzt noch nicht. Oder den Laserschneider. Auf jeden Fall wollte ich heute gern noch die Modifizierungsstation bauen. Dazu fehlt mir noch ein Diamant. Und ja, mit der Seebahn können wir jetzt doch etwas tiefer tauchen. Oder wartet mal. Ja. Also Tisch, Korallenprobe würde ich jetzt noch mir besorgen wollen. Dass ich noch ein, zwei Batterien bauen kann. Aus den Batterien wiederum eine Energiezelle, also als Reserve mitnehmen. Und wie gesagt, ein Diamant. Ich kenne das noch aus der normalen Subnautica-Version. Diamanten hatten wir mal an, ja, Bergen, an Inseln gefunden. Hola. So, ich scanne mal alles weg, dass wir hier nicht mehr in die Irre geführt werden können. So, der hat uns hier angeknabbert. Jetzt muss ich mal eben schauen. Wo ist denn hier jetzt der schnellste Einstieg? Oben. Ach, hier oben ist eine Luke. Okay. Ist das schon ein Diamant? Nee. Das war Kristall. Das wäre jetzt zu leicht gewesen. Ja, der Vorteil ist halt, man kann immer wieder in die Seebahn hinein Luft schnappen. So, den Kollegen weich mal etwas aus. Ja, Diamantensuche und. Ah, wartet mal eben. Ich glaube, hier sind solche bestimmten Nester, wo wir den Laserschneider, die Baupläne dafür finden können. Ja, wir machen heute mal so eine Rundfahrt durch die Tiefen. Ja, lasst uns ruhig auch mal etwas. War das? Okay, war so ein Knallerfisch. Gut, wo sind wir? 74 Meter Tiefe sind wir. Reparieren müssen wir das mal. Müssen wir eigentlich alles mithaben. Hat stark gelitten. Nicht, dass wir sie gleich heute wieder kaputt machen.
wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob der Schaden macht. Die machen tatsächlich eine Menge Schaden. Und genau aus diesen Nestern bekommen wir ebenfalls wieder Schwefel. Das können wir auch gleich mitnehmen. Wie gesagt, entweder auf der Insel oder aus den Knallerfisch-Nestern. Da gibt es dann halt diesen kristallinen Schwefel. So, ich glaube, oha. Ja, wir passen ja gerade so durch. Ich glaube, hier unten war ich noch gar nicht. Echt schwer hier zu manövrieren. Sieht auch toll aus hier. Ja, mit Rückfahrkamera. Ganz fortschrittlich. Oh, was haben wir hier? Unser Wasservulkan. Ich gebe es ja hier. Diamanten. Macht mir schon etwas Angst. Weg hier. Langsam. Hier haben wir so ein Nest. So, Scanner mal auspacken. Fragment einer Schubkanone. Ja, diese Nester hier sind halt immer Fragmente enthalten. Also immer, immer denke ich mal nicht. Tangwurzel. Aber ziemlich oft. Geht's denn hier wieder raus? Passen wir hier durch? Diamanten weiß ich noch in etwa, wie sie aussehen. Waren halt so kegelförmige Objekte. Hier haben wir doch noch so ein Nest. Fast übersehen. Laserschneider, perfekt. Da haben wir schon jetzt Teil 1 und 3 Quarz. Ja, Quarz habe ich eigentlich genügend. Jetzt muss ich wirklich mal schauen. Nicht, dass ich die Nester übersehe. Okay, zwei Stück hat man jetzt hier unten.
schaue mich nochmal hier drin um. Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt bloß sicher. Furchtbar. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Diamanten haben wir nicht gefunden, aber das erste Fragment vom Laserschneider. Sorry. Was haben wir hier? War ich hier schon mal? Ich glaube, gesehen hatte ich es, aber ich habe hier noch nichts geholt. Müssen wir mal schauen. Was haben wir hier? Nährstoffblock. Haben wir noch eine Kiste? Eine Leuchtfackel. Ja. Was haben wir hier? Eine Signalboje. Na, die haben wir ja schon. Die bringt uns jetzt nicht so viel. Ah, Wegweiser. Ach, das sind diese Pfadfinderwerkzeuge. So, 43 Meter. Ich würde gerne etwas tiefer weiter erkunden. Hier sind wir aber ja gekommen. Da unten war es ja gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, wir müssen da wieder runter. Da gibt es bestimmt noch mehr zu erkunden. Hui. Hui, 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 hui. Steckt mal leicht fest. Ja, liegt da was? Nein. So, Orientierung ist gleich 0. Also wie ich mich kenne, kommen wir natürlich immer wieder an dieselben Stellen vorbei. Ja, hier waren wir schon. Genau, hier sind wir ja raus. Gut, dann bringt das hier nicht viel. Hat man jetzt bloß einen anderen Eingang genommen. Ja, hier liegt. Oh, das. Wieder ein Nest. Mobile Fahrzeugstation, die haben wir schon. Aber was haben wir hier? Laserschneider. Eins fehlt noch. Eins fehlt noch. Wir können auch. Ich würde mal sagen, ich speichere mal eben hier. Dann schwimmen wir einfach mal hier. Schwimmen wir einfach hier mal so rum. Warte mal.
Karte aus F. Karte brauche ich nicht. So, hier waren wir schon, wa? Ja, hier gibt es nichts mehr. Hier waren wir, genau. Tanken wir Luft. Was war das hier drüben? Ah, guckt. Gerade wieder aufgegangen. Sehr schön. Unser Fahrzeug. Wo ist es denn eigentlich? Seebahn. Über uns. Ja, ja. Laserschneider. Da haben wir ihn. Ah, dass ich das so schnell schaffe, hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt brauchen wir echt bloß noch einen Diamant. Dann wäre mein heutiges Ziel erfüllt. Ja, dann können wir schon direkt nächste Folge zu den Schiffwracks mit dem neuen Laserschneider. 30 seconds. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. So, von wo sind wir gekommen? Hier ist doch auch noch was drin. Guck mal. Seekoboldei. Nehmen wir mit. Können wir dann in den Zuchtbehälter packen. Seekobold. Ach, die Seekobolds. Das sind die, die mich immer bestehlen wollen. Jetzt glaube ich die Logik dahinter verstanden. Hier. Das müssen doch Seekobolde sein. So, Diamanten, passt auf. Wir haben doch, den habe ich sogar mit, den Mineraliendetektor. Den können wir doch mal direkt einsetzen. Das schaffen wir noch. Jetzt versuche ich mal eben zu diesen rauchenden Unterwassersmoker. Ich denke mal, da habe ich die besten Chancen, Diamanten zu finden. Und da scannen wir dann einfach mal mit dem Scanner. Schnell weg. Ich speichere. Ich bekomme sonst Angst, dass mein schöner Laserschneider Fujikano ist. Dass wir dann die Baupläne halt nicht mehr haben. Und wir jetzt sterben. So, hier haben wir die Brücken. Da haben wir unsere Base. Da würde ich fast sagen, wir müssen da eigentlich geradeaus weiter. Geradeaus. Richtung Westen. Und das? Nee, hier sind wir wieder im Kelbwald. Schade, dass es jetzt Nacht ist. Mal sieht man die schon von Weitem rauchen. Kann natürlich auch sein, dass ich mich total täusche, dass es dort überhaupt keine Diamanten gibt. Aber hier die Pflanzen, die nehmen wir schon mal mit. Eins, zwei,
4 Stück bräuchten wir. 3. 4. So, und dann bräuchten wir noch. Ach, wie heißen sie? Die wachsen doch immer hier an der Seite. Tiefenpilze? Ne, Tiefenpilze nicht. Aber halt irgend so eine Pilze. In diesem Kelpwald. Das gibt's ja nicht. Wie groß ist denn der? So, jetzt geht's nach Osten weiter. Hier haben wir eine Plattform. Hier haben wir eine Plattform. Hier war ich noch gar nicht. Hier gibt's Beete. Platz habe ich da noch. Hab noch einiges am Platz. Ah, guckt mal. Haben sie direkt. Direkt angebaut gibt es die hier. Jetzt gucken wir mal. Außenbildkasten. Baupläne. Sehr schön. Ja. Resthammer. Jetzt ist die Frage, können wir die auch so oder müssen wir jetzt Samen? Nehme ich das Messer. Seek fluid intake. Ah, okay. Seht ihr? Mit dem Messer bekommen wir Samen. Auf, dann nehmen wir mal 4 Stück mit. Ja. Dann lassen wir das für heute erstmal. Mit der Diamantensuche, dann ist ja richtig viel geworden. Dann haben wir sogar die Außenbeetkisten neu gefunden. Haben wir noch ein Frackteil. Interessiert mich. Die Seebahn, die haben wir ja schon. Upsala. So. Da würde ich sagen, hier gibt es noch mehr. Das wollte ich natürlich nicht sagen. Schau mal, ob das auch die Seebahn ist. Denn jetzt sind wir nämlich voll beladen gleich. Ein was können wir noch mitnehmen? Ja. Standard-Seebahn-Fragment. Ja, man kann wieder nicht aufhören. Ach, das Spiel, das fesselt einen so. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen, wenn es wirklich raus ist aus der Early Access. Schaut's euch mal an. Es ist wirklich richtig schön gemacht. Und ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Richtig viel geworden. Ich hoffe mal, ihr habt Spaß gehabt. Wir sehen uns dann auch in den nächsten Folgen wieder. Macht's gut. Bis später.